In Dublin's fair city, where the girls are so pretty. Hey, liebe Origami-Freunde, heute lernt ihr, wie ihr einen singenden oder sprechenden Kackhaufen falten könnt. So, ihr Lieben, und los geht's. Gerade in den jetzigen Zeiten ist es ja schön, wenn man was zum Lachen hat. Deswegen gibt es einen sprechenden oder singenden Kackhaufen. Nehmt ein quadratisches Blatt, ca. 30 cm mal 30 cm. Es geht auch kleiner, wenn das Papier dünn genug ist, ist es kein Problem. Das ist normales Papier 20 x 20, es geht also auch, also ging theoretisch mit Kopierpapier. Aber wird ziemlich dick oben, also einfacher ist es 30 x 30 cm. Das hier ist Packpapier. Wenn es zwei verschiedene Farben hat, ist es besonders schön, weil Mund und Lippen dann eben anders aussehen als der Kackhaufen. Ja, ich wähle jetzt bei meinem Origami rote Lippen und der Kackhaufen kriegt dieses wunderschöne Durchfallbraun. Und wir fangen an mit der Mundfarbe nach oben. Legt das Blatt bitte so. Faltet das Blatt bitte einmal diagonal in der Hälfte. Öffnen. Dann drehen wir das Blatt um 90 Grad. Jetzt markieren wir die Mitte. Es wird nicht gefaltet, sondern es wird nur dieser Punkt markiert, indem ich nach oben an die Spitze falte und hier einmal mit dem Finger drücke. Wir öffnen wieder und jetzt falten wir diese Spitze zu diesem Punkt, aber auch nur markieren, nicht die Faltung durchziehen, nur markieren. Gut, als nächstes falten wir diese Spitze zu diesem Punkt und jetzt wird richtig gefaltet. Der nächste Schritt. Wir falten diese Spitze bis ganz hier unten. Und zwar genau auf den mittleren Strich. Faltet jede Kante sehr scharf und genau. So, als nächstes falten wir an diesem Punkt und zwar hier geht die Falte vertikal sodass der rote Bereich verschwindet. So. Es ist wichtig, dass ihr das sehr genau macht. Das gleiche machen wir jetzt auf dieser Seite. Das falten wir einfach mit rum. Auch wieder sehr scharf die Kante falten. Diesen Teil, der hier übersteht, falten wir einfach nach hinten rüber. Jetzt beginnen wir
den Mund zu falten. Das wird dieser und dieser Flap darunter. Als nächstes bereiten wir die Lippe vor. Und dazu legt ihr am besten ein Lineal an diese Stelle, an diese beiden Ecken und faltet diese Kante an das Lineal. Versucht es mal noch größer zu machen. Öffnet wieder und jetzt faltet ihr diese Kante an das Lineal. Danach öffnet ihr wieder und hier, wo die beiden Linien enden, machen wir eine Talfalte nach oben. Jetzt falten wir gleichzeitig diese beiden Kanten nach innen an den eben vorgeknickten Stellen und machen eine Hasenohrfaltung, wodurch dann eine Lippe entsteht. Das öffnen wir jetzt erstmal wieder, das brauchen wir erst später. Jetzt falten wir Talfalten entlang dieser Kante und dieser Kante. Dafür falten wir das Ganze erst einmal in der Mitte, diese Kante zu dieser Kante. Und schauen hier herein. Jetzt nehmt ihr diesen Flap, hebt ihn so heraus, sodass genau hier an dieser Kante, wo das zweite Blatt drüber liegt, eine Talfalte entsteht und hier auch. Es wird also ein Inside Reverse Fold. Und genauso klappen wir das jetzt auch zusammen. Zum Inside Reverse Fold gibt es auch in meinem Origami-Kurs ein Kapitel. Wenn ihr das gemacht habt, versteht ihr den Schritt ganz sicher. Gut, das wäre jetzt schon mal die Oberlippe. Jetzt gehen wir an die Unterlippe. Dafür müssen wir diesen Layer hier unten herausziehen und über den oberen legen. Jetzt müssen wir an dieser Stelle hier ebenfalls eine Faltung machen, und zwar auch eine Talfaltung, und zwar genau da, wo dieser Layer hier aufhört, also dieser Flap hier aufhört. Es ist hilfreich, wenn ihr euch die Stelle merkt, zum Beispiel einen Punkt macht, so, und dann verbindet ihr diesen Punkt mit dem Ende dieser Faltung. Ich zeichne das einfach mal vor. Das soll eine Talfaltung werden. Genauso machen wir das hier auch. Einen kleinen Punkt hin. So. Dann machen wir an dieser Stelle eine Talfaltung. Ihr könnt euch das sehr erleichtern, wenn ihr einen relativ spitzen Gegenstand, nicht zu spitz, nehmt. Zum Beispiel eine Stricknadel oder einen kleinen Schraubenzieher. Es gibt auch bestimmte Faltwerkzeuge, die nehme ich immer, aber es gibt auch Alltagsmaterialien, mit denen das geht. Vielleicht eine aufgebogene Büroklammer. Damit könnt ihr jetzt hier diesen Knick schon mal pre-creasen, schon mal vorfalten. Dann wird es gleich ganz leicht. Also mit einem einigermaßen spitzen Gegenstand schon mal hier ein bisschen entlang fahren. Und dann wird der nächste Schritt nämlich sehr einfach. Jetzt könnt ihr nämlich ganz einfach hier die Talfalten machen, während ihr das Modell zusammenklappt in der Mitte. Genau wie eben. In der Mitte eine Bergfalte, hier eine Bergfalte. Das Modell zusammenklappen. Dann wird es genau an der vorgeklickten Linie einknicken und ihr habt ein Inside Reverse Fold.
Jetzt machen wir auch hier eine Lippe, indem wir das Lineal drüber halten und diese Kante an diese Kante falten. Wieder auf. Diese Kante an diese Kante. Sehr gut. Jetzt dort, wo die beiden Faltlinien aufhören, eine Talfaltung. Und hier wieder die Talfaltung gleichzeitig machen, damit wir einen Rabbit Ear Fold bekommen, wodurch sich eine Lippe bildet. So. So, jetzt nehmen wir das Papier und knicken das in der Mitte ein wenig ein. So, dass beide Inside Reverse Folds nach außen stehen. Und dann habt ihr den Punkt. Diese Lippe muss noch ein bisschen besser gefaltet werden. Moment, so, so, zack. Dann habt ihr hier so einen Punkt, wo die Lippen genau schließen. Und jetzt kann dieses Rechteck auch schon sprechen. Also wer nur ein sprechendes Rechteck haben möchte, tada, ein sprechendes Rechteck. So, wir wollen kein sprechendes Rechteck, wir wollen einen sprechenden oder singenden Kackhaufen haben. Und deswegen müssen wir ihn oben spitz zulaufen lassen. Dafür falten wir von hier bis hier, das ist schon mal ein bisschen vorgeknickt, eine Bergfaltung nach hinten. Haltet das Papier hier fest, damit es dabei nicht nach hinten gezogen wird. Ungefähr so. Ja, die Faltung endet hier in der Verlängerung des Mundwinkels. So, jetzt falten wir von hier diagonal nach hinten. Und wiederholen das Ganze auf der anderen Seite, wobei wir alles, was hier hinten rüber gefaltet ist, wieder mit zur anderen Seite falten. Dadurch wird hier oben die Spitze etwas dicker, aber das ist nicht so schlimm, das kriegen wir hin. Also, wir falten von hier bis zur Verlängerung des Mundwinkels eine Bergfaltung nach hinten. Und hier bis hier wieder eine Bergfaltung nach hinten. Jetzt nehmen wir dieses überschüssige Papier und falten das wieder nach hinten weg. Als nächstes machen wir noch drei Pleats, und zwar einmal hier schräg und hier schräg, damit der Kackhaufen auch schön nach einem Haufen aussieht. Das heißt, wir falten als erstes einmal eine Bergfaltung knapp über diese Stelle schräg nach hinten, so ungefähr.
und kurz nach der Bergfaltung wieder eine Talfaltung nach oben. Und zwar so, dass die Spitze weiterhin gerade nach oben zeigt. Als nächstes falten wir einen weiteren Pleat, wieder schräg nach oben, diesmal zur anderen Seite. Auch wieder nach hinten falten. Und kurz danach dahinter wieder nach oben falten. Und zum Schluss noch einen dritten, ungefähr in diese Richtung. Da wird das Papier schon sehr dick und wieder nach oben. Da müsst ihr richtig feste drücken. So. Das Ganze ein bisschen nach innen falten. Damit der Mund auf und zugehen kann. Und hier oben könnt ihr ein bisschen eindrücken und ein schönes Häubchen machen. Gegebenenfalls könnt ihr solche Ecken noch nach hinten knicken, damit das Ganze etwas abgerundet aussieht. Auch hier könnt ihr ein bisschen nach hinten falten. Oder das hier. So, tja, und da ist er, euer sprechender Kakaofan. Das ist ein Origami, das muss doch jeder zu Hause haben. Ich hoffe, ihr habt es hinbekommen. Es ist vielleicht nicht ganz so leicht, wie es aussieht, aber es ist auf jeden Fall die Mühe wert. Wenn ihr es geschafft habt, dann postet euer Ergebnis doch auf Instagram und verlinkt mich unter @creative_origami_germany. Ich würde mich freuen, ein paar schöne, sprechende und singende Kackhaufen zu sehen. Bis zum nächsten Video.